Herzlich willkommen zu Folge 17 von Assassin's Creed Origins. Ich bin wieder dein Simon. Es freut mich sehr, dass du am Start bist. Wir werden es weiter reißen. Müssen nun wieder unser Bötchen holen. Dann gehen wir noch auf die andere Insel. Weil die Mission hier ist für Stufe 17 vorgesehen eigentlich. Also die Nebenmission hier. Also ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so übermäßig schlau ist. Unterwegs zu sein. Aber es hat sich schon gelohnt, das Krokodilleder mitzunehmen. Wir haben mehr Gesundheit. Von dem her. Es geht auf jeden Fall schlechter. Wenn wir auf der nächsten noch kleineren Insel waren, danach gehen wir nach Alexandria und sprechen vielleicht direkt noch mit Aya. Was ja zumindest nicht verkehrt wäre. Aber wie können wir hier noch suchen das Gefangenschiff? Dann gibt es Schätze zu bergen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Level ab. Aber ich glaube, wir brauchen danach nochmal eins, weil wir brauchen 3 Punkte, dass wir jeden Kampf direkt mit aufgefülltem Adrenalin starten. Wir können immer direkt einmal die Special-Attacke rausholen. Auch wenn ich die von dem Schwert gar nicht so toll finde. Also ich mag da wirklich. Und dann was mit der Attacke passiert. Wir sind eben nur mal ganz kurz für ein paar Sekunden. Um es zu erkunden. Die eine Hütte drauf. Jetzt sind wir quasi schon in Alexandria. Und in Zukunft wird man dann sicherlich noch mehr erfahren über diese kleinen Inseln und was hier generell so abgeht. Aber jetzt schauen wir erstmal, was sind Eier jetzt, was aus unserer Frau geworden ist. Sind wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die getrennt. Wahrscheinlich sind sie getrennt. I don't know. Und ich wünschte irgendwie, dass sie ein bisschen weniger von Rachegelüsten zerfressen ist, wie Beirek. Als wir ihn kennengelernt haben. Wenn ich kann,
Werde ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie drauf einzuwirken, dass es auch für Bayek Wichtigeres gibt, als nur Rache zu nehmen. So, wir haben Alexandria entdeckt. Wir sind jetzt doch schon, haben eine ganze Ecke zurückgelegt. Hier sind wir irgendwie aufgetaucht. Wir müssen in die Mögen die Götter mir Bibliothek. helfen. Ich komme zu dir, Arya. Jetzt kriegen wir erstmal ganz viele Erfahrungspunkte durchs Durchlaufen, weil natürlich super viele Fragezeichen hier sind, die es alles zu erkunden gilt, die alle ein bisschen Erfahrung geben. Aber eins können wir direkt noch schauen. Wir haben zwei, okay. Das ist ein Level ab noch. Geh mir aus dem Weg! Ja, immer direkt so rumschreien hier. Was im Namen von Horus machen die Soldaten hier? Bisher nicht. Ich vermute, das werden wir rausfinden. Was die Soldaten in Alexandria tun. Serapis, die Schlange bekommt eine Antwort. Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Na, ich habe so eine Idee. Ich finde ja, Phanos redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Das Wissen der gesamten Welt steht euch zur Verfügung. Hier könnt ihr in Ruhe über das Unterdrückerregime nachdenken, unter dem wir zurzeit leiden. Die alexandrinischen Poeten, erwähnte ich die? Sie sind eine Gruppe von Dramatikern, die für den freien Gedankenaustausch im Lande einsteht. Was auch immer der Pharao davon hält. Obwohl der herrschende Pharao dazu neigt, mithilfe willkürlicher und despotischer Dekrete zu regieren, unterstützen wir hier die freie Lehre, und zwar zu allen Themen. Interessant, also was man da so hört. Serapis. Was jetzt? Wo ist Arya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Bayek, oder? Arya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Wer auch immer er ist. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadius lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadius? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Arya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Es ist krass, wie viel lauter die Stimmen, zumindest da, das ist in den Gebäuden sind. Ihr glaubt, sind. Er sei ein Poet! Der moderne Sophokles.
Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Okay. Also ja, wie laut es dann in den Gebäuden ist. Genau da. Muss wahrscheinlich mir rein. Hab etwas Vertrauen. Ach hier. Okay, mal schauen. Kundungsgebiet. Zeigt uns erstmal nichts an. Was haben wir hier? Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäus' Hof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Okay.
Nehmen wir erstmal das hier mit. Ein leichter Bogen. Okay. Arcturion ist getötet worden. Ayas erstes Opfer. Während sie in Alexandria nach Spuren des Ordens suchte, stieß sie auf Arcturion. Sie konnte ihren Verdacht bestätigen, als sie eine der Masken in seiner Wohnung fand. Er starb einen schrecklichen Tod, während er diese Maske trug. Seine Mitgliedschaft im Orden der Ältesten ist klar. Seine Rolle beim Tod von Chemo bleibt dagegen ungeklärt. Der Witter. Theos. Theos, so rum. Er hat Aya, die Mörderin seiner Freundes Arcturion, in Alexandria verfolgt, allerdings starb er schließlich durch ihre Hand. Bleibt nun die Schlange übrig? Einer der Maskierten, dessen Name während der Tragödie in Siva erwähnt wurde. Die Mission, wir haben jetzt einige Missionen bekommen. Ende der Schlange. Ist aber für Stufe 12 vorgesehen. Also werden wir erstmal was Entspannteres angehen. Und wie scheint, was ich ein bisschen schade finde, was offensichtlich der Fall ist, ja, das sieht noch schlechter aus. Auch Aya ist. Was ist das? Etwas von Rache. Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Etwas durch Rache zerfressen. Lesen wir das noch. Ayas Notizen. Vanos hat recht, ich sollte mich mit Apollodoros treffen. Er glaubt, dass Arcturion involviert ist. Ich muss mich in sein Quartier schleichen, die Maske. Er ist einer von ihnen. Sein Blut, mein Chemo. Jetzt sollte ich mich verstecken. Apollodoros könnte helfen. Er hat mir Zugang zum Versteck gewährt. Ich kann ihm vertrauen. Hoffentlich. Hoffentlich können wir ihm vertrauen. Ja. Und an der Stelle beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.